Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cloud Ecosystem Live. Es gibt immer mehr erfolgreiche SaaS-Anbieter in Deutschland, von denen wir viel lernen können. Und in dieser Videoreihe sprechen wir daher mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Ich habe heute einen wirklich herausragenden Unternehmer zu Gast, der als Visionär und High-Tech-Investor direkt mehrere SaaS- und Cloud-Companies zum Erfolg gebracht hat. Eines seiner Investments, und ich glaube, in dem Fall kann man auch von seinem Baby sprechen oder von seiner Herzensangelegenheit, ist Scovisio. Und Scovisio ist eine erfolgreiche ERP-Lösung aus der Cloud für mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen residiert in Bonn, in der alten Rohmühle, einem wunderschönen sanierten Gebäude direkt am Rhein. Scovisio gehört zu den Leuchtturmanbietern unserer SaaS-Community und erwirtschaftet mit weit mehr als 100 Mitarbeitern mehr als 15 Millionen ARR. Starten wir einen kurzen Einblick zu Scovisio. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Jörg Haas, CEO und Gründer von Scovisio und ungefähr 40 weitere Unternehmen. Lieber Jörg, vielen Dank, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Danke, Frank. Sehr gerne. Ich bin sehr gerne dabei. Ja, es geht mir gut. Ja, sehr schön. Ja, wir hatten ja gerade schon einen kurzen Einblick zu Scovisio. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht noch mal kurz beschreiben, was Scovisio denn wirklich auch anbietet. Ja, Scovisio ist im Grunde genommen die Antwort, eine SAP im 21. Jahrhundert neu zu bauen. Wir machen eine Software für Unternehmer und unsere Aufgabenstellung, die wir uns gegeben haben, ist nicht ein ERP-System zu bauen, sondern eine Software zu bauen, eine Cloud-Lösung, Multi-Tenant-Cloud, die Unternehmen profitabler macht, erfolgreicher macht, nach vorne denkt, eine Lösung, die integriert ist, die sich an Prozessen abarbeitet, die Teilschritte löst und damit ein Unternehmen im 21. Jahrhundert begleitet. Wir sind heute in einer anderen Art und Weise. Wir haben Smart Business, wir sind schnell, wir sind mobil, wir sind unterwegs. Wir haben in der Pandemie Homeoffice gelernt, wir haben Videokonferenz gelernt und das Arbeiten ist im Neues. Und ERP-Systeme müssen darauf reagieren. ERP-Systeme können nicht mehr so sein wie in der Vergangenheit. Routinearbeit soll weggenommen werden. Wir brauchen Automatismen. Automatismen baut man mit künstlicher Intelligenz, mit Systemen, die Routinearbeit wegnehmen. Und genau das machen wir mit Scovisio. Wir erfinden die ERP-Landschaft neu und das als Gesamtsystem, nicht mit Teilschrittchen, hier ein bisschen Software im Vertrieb und da vielleicht eine andere Software im Bereich von Finanzbuchhaltung oder sonst was, sondern aus kompletten Abläufen heraus. Das ist Scovisio, also ERP-Systeme neu gedacht. Wir sagen Unternehmenslösung, aber anders. Ja, das klingt sehr gut. Vielen Dank. Und könntest du uns vielleicht zum Einstieg auch sagen, wo ihr ungefähr steht? Ich hatte in meiner Anmoderation schon ein paar Zahlen genannt, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erläutern, vor dem Hintergrund Scovisio vorstellen. Ja. Die Scovisio vom Umsatz her, wir machen 16 Millionen Euro Umsatz jetzt in 2020 und haben 155 Vollzeitkräfte. Köpfe sind das jetzt hier. Ja, wachsen relativ gut. Wir wachsen jedes Jahr so mit 50%, wollen das Wachstum aber noch mal deutlich steigern in den nächsten Jahren und gehen
hin und wollen wirklich Wachstumsraten von 70-80% pro Jahr hinbekommen und das über eine lange Zeit auch halten. Wir haben einen klaren IPO im Griff, im Blick, so dass wir in 2024 oder 2025 mit einem SaaS-Umsatz von über 100 Millionen Euro an die Börse gehen wollen. Wow. Das ist unsere Zielsetzung. Wir bauen jetzt eine komplette Maschine auf, um dann wirklich bis 2025 zwar die 100 Millionen Euro zu haben, aber dann erst so richtig mit einem Börsengang in einem zweiten dem Booster wirklich ein Wachstum hinzulegen, um ein Unicorn inmitten Europa zu erschaffen. Das ist die Überlieferung, das ist die Zielsetzung, das ist die Aufgabe, die uns. Ja, oh, das klingt richtig gut. Klasse. Da drücke ich die Daumen. Was ich aber total auch beeindruckend finde, ist, ihr seid ja auch schon lange im Geschäft. Also ihr habt ja 2007, glaube ich, mit Scovisio angefangen und zu der Zeit, glaube ich, habe ich noch gar nicht von SaaS gesprochen und das ist ja länger als fast 15 Jahre her. Und da war ja das ganze Thema Cloud noch bei weitem nicht so wie heute. Wir haben ja heute noch Nachbesserungsbedarf. Damals war das ja sehr visionär. Was hat dich denn da geritten, so früh, was ja eine gute Entscheidung war, aber so früh auch mutig, nach vorne zu gehen? Ja. Also wir haben ja unsere GWI AG, unser Technologieunternehmen im Gesundheitswesen verkauft. Mhm. Das ist Erfolg. Wir waren noch 2 Jahre im Vorstand und haben die Migration damals durchgeführt. Das Unternehmen ist für 350 Millionen Euro verkauft worden, damals an die Aqua, heute die Dedalus. Die Dedalus hat jetzt für 1 Milliarde übernommen. Ein Unternehmen, was im Gesundheitswesen in Europa das erfolgreichste von allen ist. Mhm. Und als wir da rausgegangen sind dann 2007, haben wir neu die HW, Haas und Wilbert Partners, das waren die 4 Vorstände, die wir übernommen haben von früher, die mit als Partner eingestiegen sind, gegründet und haben in der HW Partners als erstes Unternehmen die Scovisio AG gegründet. Ein Unternehmen, was wir ganz isoliert gehalten haben, was bis 2012 überhaupt nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, sondern wir haben erstmal ein Produktionsmodell für Multitenant Cloud aufgebaut. Wie wird heute modern Software gebaut, agil? Haben angefangen mit dem undankbarsten Thema, was man nur machen kann, nämlich eine Finanzbuchhaltung in der Cloud zu bauen. Dann waren die ersten, die BSD-Zertifizierung hatten, also eine Wirtschaftsprüfungstest-Zertifizierung einer Cloud-Finanzbuchhaltung und haben das in den ersten 5 Jahren gebaut. Ganz deutsch, sehr ingenieurslastig, sehr informatikmäßig. Und damals haben wir gesagt, wir machen alles vom grünen Tisch her neu. Nur on demand, das Wort gab es da noch gar nicht. Cloud kannte man noch gar nicht 2007, 2008. Sondern man hat dann wirklich von Online-Software oder sowas gesprochen. Und wir haben gesehen, aber der Larry Ellison NetSuite gegründet, wir hatten Salesforce, die sind alle schon ein paar Jahre vor uns gegründet worden, also die 98, 99 waren, sind die ersten, die Software in der Cloud gebaut haben, also der, was wir heute Cloud nennen. Und wir haben gesehen, dass Microsoft mit dem Business by Design versucht hat, in diesen Markt reinzugehen. Und dann haben wir uns die ganzen Sachen angeschaut und haben gesagt, was machen die da? Die Software, die auch entwickeln, im Grunde genommen muss man im 21. Jahrhundert neu überlegen, wie man Software entwickelt, neue Philosophie haben. Man muss das, was funktioniert hat in der Vergangenheit, das muss man lernen und verstehen und in die Zukunft hineinbringen. Und was die alle, wo die wirklich die großen, tollen Wettbewerber ihre Probleme mit hatten, waren integrierte Lösungen, die nicht wie in der Vergangenheit an Abteilung sich orientiert haben, die sich an Prozessen orientiert haben. Und Prozesse heißt, man schaut an, wie ist der Erstkontakt, wie macht man Lead-Generierung, wie macht man Lead-Qualifizierung, wie gewinnt man einen im Vertrieblich Auftrag, wie wird der zum Auftrag, wie arbeitet man den Auftrag ab, wie werden Rechnungen gestellt, wie wird das Ganze in die Finanzbuchhaltung hineingebracht, wie laufen Zahlungsverkehre, wie laufen Produktionszyklen, wie laufen Einkaufsprozesse, kreditorische Prozesse. Und wir haben uns die Abläufe in den Unternehmen angeschaut und wir haben keine Software gebaut für den Sales, für den Marketingbereich, für den Produktionsbereich, für die Projektsteuerung oder sonst was, sondern wir haben Abläufe programmiert über das Unternehmen.
Unternehmen hinweg. Damit hat man eine viel, viel höhere Komplexität zu lösen, weil man die gesamten Themen aus den Fachbereichen schon verstehen muss und in eine Ablaufstruktur reinbringen. Aber die Komplexität, die wir vorneweg denken, braucht der Kunde nicht mehr zu denken. Und das haben wir gemacht. Da sind wir sehr früh rangegangen. Ja, ja, sehr früh ist ein gutes Stichwort. Neue Technologie ist auch ein neues Denken. Ja, und es ist aber natürlich auch Deutschland eigentlich auch nicht der allereinfachste Markt, um so ein Produkt so früh zu positionieren. Und ich ziehe den Hut davor, wie lange ihr wirklich auch unternehmerisch das durchgeboxt habt. Jetzt steht ihr auf der Sonnenseite, aber der Weg dahin war wahrscheinlich auch kein ganz leichter, oder? Als wir 2012 an die Öffentlichkeit getreten sind mit den ersten Lösungssystemen, da war Cloud noch Teufelszeug. Ja, dann ganz viele, wie so ein iPhone, als Steve Jobs im Januar 2007 auf die Bühne gegangen ist und hat sein iPhone da hochgehalten, war ich elektrisiert. Ja, das Camea im Grand hier in Bonn ist eine Ausprägung auf das iPhone. Die Alucobond-Fassade, die wir haben, ist vergleichbar dem ersten Gehäuse von dem ersten iPhone. Also wir haben da uns sehr inspirieren lassen. Mir war ganz klar, dass das keine Hardware, das war Software. Und das Thema hat auch damals nicht jeder sofort verstanden. Und die Cloud-Lösungen waren für ganz viele ein Teufelszeug. Wo kommt das her? Und man hat davon ferngehalten. Selbst Menschen, die mit dem iPhone dann schon gearbeitet haben, die heute in Netflix, in Spotify, die in allen Cloud-Lösungen drin sind, die in der Google-Zeile mehr künstliche Intelligenz haben, als sie sich vorstellen können, was an künstlicher Intelligenz zusammenkommt, haben Angst gehabt vor einer Cloud-Lösung. Cloud-Lösung ist ja praktisch gar nicht so Besonderes mehr. Wir haben eine andere Philosophie zum Entwickeln. Das Multitenant ist viel, viel wichtiger in der Cloud. Also, dass man in einem einzigen Source-Code Tausenden, Abertausende von Kunden betreuen kann. Ja. Ein Facebook hat einen Source-Code und Milliarden Leute arbeiten in der Software drin. Das ist das Besondere. Ja. Das ist die Kennenfähigkeit von Cloud-Lösungen, ein so total überlegenes System, so eine 1 zu 10 Verbesserung von der Technologie gegenüber Client Service. Aber das haben viele nicht verstanden. Die haben gedacht, das wird unsicherer. Ja, es gibt also eine Software-Philosophie, wie man Software entwickelt, hat überhaupt nichts mit Sicherheit zu tun. Null. Aber das hat man in der Öffentlichkeit, hat man das so aufgenommen. Und wie du schon gesagt hast, Frank, es war wirklich, die ersten 5 Jahre waren ganz, 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 ganz schwer, Cloud-Lösungen im B2B-Bereich hochfliegen zu machen. Ja. Wirklich sehr. Ja, ja, das glaube ich, ja. Deswegen, also ich glaube, in einem Konzern wäre das wahrscheinlich auch gar nicht geglückt. Da hätte man direkt gesagt, oh, KPI, also wie schlecht, schalten wir ab. Aber ihr seid halt Unternehmer und habt das all die Jahre durchgehalten. Respekt, Hut ab. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, du hattest ja eben gesagt, die GWI habt ihr für 350 Millionen verkauft. Das ist ja auch mal ein sehr, sehr stolzer Exit. Du hättest dich ja wahrscheinlich zurücklehnen können, dein Leben genießen, schön in der Sonne sitzen auf einer Insel oder wie auch immer. Aber wenn ihr jetzt bis 2007 auch noch als Vorstand dort mitgearbeitet habt, dann seid ihr quasi dort ausgeschert und habt die HW Partners gegründet. Also da kommt auch der Unternehmer raus, das Unternehmergehen. Ne? Also so, was ist da deine Motivation, also das weiterzutreiben immer alles? Ja, man muss sehen, ich war ja damals gerade Anfang 40 gewesen, als wir verkauft haben und ich habe mein ganzes Leben immer als Selbstständiger gearbeitet. Man kann das ja nicht sein lassen. Ja, ich bin, wenn man mich fragt, von der Art und Weise her Workaholiker. Ja, also meine Krankheit ist, dass ich gerne und viel arbeite. Und totalen Spaß da drin haben. Andere machen Sudoku und ich denke über Softwareentwicklung nach und über solche Sachen. Das ist für mich, ich will nicht sagen eine Sucht, aber es ist für mich schon etwas, wo ich ja also drin aufgehe. Und ich konnte gar nicht sein lassen. Und als unsere Firma, wir haben über 1000 Mitarbeiter gehabt, waren in ganz Europa. Ich bin von einem Stadt in die andere gereist und mit den Leuten geredet. Ich wusste schon nicht mehr, wo ich wieder übernachtet hatte. Und auf einmal geht man zurück und hat eine ganz neue kleine Struktur und fängt nochmal mit an. 40 neu an. Ja, das war gar nicht so einfach. Ja, das, aber das, ja, das kommt dann. Also ich kann dann nicht sitzen und nichts tun. Ja, ja. Und was ich kann, ist Wachstum, ja, Unternehmenswachstum.
Ja, cool. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast eben schon HW Partners erwähnt. Das ist ja sozusagen ja, euer Tech-Investment-Bereich. Vielleicht kannst du noch ein bisschen über HW Partners sagen, weil ich hatte ja eben auch gesagt, ihr habt ja nicht nur Scope Visio, das soll der Schwerpunkt sein heute, sondern es gibt ja auch noch andere Beteiligungen und andere Unternehmen, wo ihr investiert seid. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen zu erzählen. Ja, also es sind insgesamt 18 Beteiligungen. Davon sind die ganz überwiegende Zahl, wo wir mehrheitsbeteiligt sind. Die meisten dieser Firmen haben wir auch gegründet. Wir haben uns aber auch an spezifischen Technologien, wie so ein Hypertos, die sind ein Spezialist in künstlichen neuronalen Netzen für semi-strukturierte Daten. Und da haben wir uns dann dran beteiligt, um die Kompetenz auch zu uns einzukaufen und doch eine Spezialtruppe zu haben, die das können. Das sind wir auch nur Minderheitsbeteiligte. Oder wir haben uns an einem Microsoft-Spezialisten beteiligt, der gerade die Microsoft Office-Strukturen in Unternehmen einführt und auch die Schnittstellen, Konnektoren und sonst was dazu programmieren kann, weil wir sehr stark auf einer Microsoft-Philosophie arbeiten. Aber die meisten Unternehmen, die wir gegründet haben, die so eine Center Device, die sich für semi-strukturierte oder unstrukturierte Daten, also Dokumente, Filme, Bilder, darum kümmern, das sind Unternehmen, die komplementär zueinander stehen. Das größte Schiff ist die Scope Visio und drumherum haben wir Unternehmen, die Legal Visio, die in dem Anwaltsbereich RA Micro angreifen wird. Die Gamato, die der absolute Treiber im E-Commerce-Bereich im Autohandel ist. Wir haben ein virtuelles Autohaus gebaut und haben das in die Vermarktung hineingebracht und so weiter. Also wir haben uns Unternehmen gesucht, die technologisch eine Philosophiefamilie haben, die also technologisch aufeinander abgestellt sind, die komplementär zueinander stehen und wo wir die Technologien der einzelnen Gesellschaften, auch wenn die separat auftreten und eigenen Marktauftritt haben, mit den anderen Dingen kombinieren. So Ja. ist die Camato, unser virtuelles Autohaus, was auf der Scope Visio ganzen Rechnungswesen, kaufmännischen Bereich aufsetzt und auch Dokumentenmanagementsystem der Center Device. Und so passen die verschiedenen Gesellschaften immer zueinander und befruchten sich zueinander. Ist also so ein eigenes Ökosystem, was wir ja mit euch auch in größeren Kontext hineinsetzen, also auch ein externes Ökosystem. Ja, sehr gut, ja. Klingt toll, finde ich gut. Also da geht es vor allen Dingen wirklich um Synergien und ja, sich da strategisch breiter aufzustellen. Ja, finde ich gut. Ihr seid ja auch in der ungewöhnlichen Lage, nicht auf Kapitalgeber angewiesen zu sein, sondern ihr investiert das eigene Kapital. Und das tut ihr ja unternehmerisch, wie eben schon mal gesagt, nicht nur KPI getrieben, sondern jetzt hast du ja gerade auch ein neues Projekt. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, bei den Interviews nicht über Corona zu sprechen, weil es ja nicht so das super Thema ist. Aber jetzt kommen wir ja nicht umhin, weil ihr seid als Scope Visio hingegangen oder HW Partner, das werde ich gleich mal rausfinden, und habt quasi eine Corona-App entwickelt, wo ihr jetzt am Start seid damit. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Wir haben ja gesehen im letzten Jahr, als wir noch die Gastronomie offen haben dürfen, Klammer auf Klammer zu, wir haben mit der Invite Group eine eigene Hotel- und Gastronomiegruppe, die mit 64 Millionen Euro Umsatz so eine mittlere Größe hat. Aber wir kennen deswegen die Problematik sehr, sehr gut, was in der Gastronomie, in Hotellerie, in diesem ganzen Umfeld heute in der Pandemie passiert. Und hatten damals für die Corona-Schutzverordnung abzubilden eine einrichtungsbezogene digitale Kontaktnachverfolgungs-App entwickelt. Haben jetzt dann gesehen in der Zeit, dass dieses bei weitem nicht ausreicht. Dann ist Luca rausgekommen, eine tolle Philosophie, die Luca-Leute aus dem Hansa-Plattner-Institut herausgewachsen gemacht haben. Nämlich, die haben gesagt, sie müssen eine Besuchshistorie, also da, wo die Person war, hineingeht in die Häuser. Dann haben wir uns das angeschaut und haben gesehen, was sie gemacht haben, haben gesagt, ja, tolles Konzept. Aber im Grunde genommen muss man beide Aspekte
Aspekte zusammenbringen, braucht auch für große Stadien, Fußballstadien, große Hallen wie so eine Längses Arena in Köln. Ja, dafür braucht man andere Konzepte oder Hotels, in denen man mehrere Tage drin ist und verschiedenen Outlets drin war, Warenhäuser, Kaufhäuser, die über viele Etagen gehen. Da kann man nicht reingehen, einen QR-Code scannen und alle Leute, die zur selben Zeit im Fußballstadion waren, werden von Gesundheitsamt angeschrieben, weil eben halt eine Person infiziert ist. Wir uns das ganze Thema demografisch und pandemisch angeschaut und haben dafür eine Lösung jetzt gebaut. Und ich habe diese Lösung also wirklich mit viel, viel, viel Überlegung so aufgebaut, dass sie auch die Abläufe in großen Stadien hinbekommt, dass wir wirklich dem Gesundheitsamt in sogenannten Infektionszellen sehr selektiv die Kontakte, die wirklich mit einer infizierten Person in Kontakt getreten sind, melden können, viel isolierter. Die Abläufe zum Gesundheitsamt und zurück, die rechtlichen Themen, damit man keine Bewegungsprofile aufbauen darf, kann bei der Person. Alle die Sachen haben wir berücksichtigt und haben wir aufgebaut. Und ich denke, dass wir kommen in der nächsten Woche mit dieser App in die Öffentlichkeit hinaus, haben also alle Erfahrungen, die wir von Luca auf der einen Seite, von der Corona-Schutzverordnung auf der anderen Seite haben, Überlegungen, die wir aus der Praxis heraus, unsere eigenen Hotels und Gastronomien kennen, alles mit dort hineingelegt, dass wir für den demografisch-pandemischen Kampfansatz, den wir noch lange sehen, noch viele, viele Monate, vielleicht Jahre, dass wir dafür eine wirklich tolle Lösung gebracht haben, die auch den einzelnen Einrichtungen Möglichkeiten gibt, sich selbst auch zu präsentieren, kontaktlose Menükarten zu hinterlegen, Speise- oder Getränkekarten oder Theaterpläne und so weiter und so fort, dass wir das machen. Ich mache das gemeinnützig, also wir verschenken das Ganze an alle, an die Gesellschaft. Ja, ist ein wirklicher siebenstelliger Betrag, den wir rein investiert haben. Wobei ich sage, Geld spenden können viele, aber Kompetenz zusammenbringen, sowas entwickeln zu können, so eine tolle Softwaremannschaft zu haben und das zu finanzieren und das rauszugeben und dann in so einem Lockdown-Situation, wo jeder Lockdown-Tag 1 Milliarde kostet in Deutschland, eben damit wir rauskommen, damit wir wieder leben können, dafür wollen wir raus. Und Undo heißt eben halt rückgängig machen oder, was wir auch sagen, United Doing, lass es uns gemeinsam tun. Ja, da wollen wir eine Lösung anbieten und den Gesundheitsämtern, den Ländern, der Bevölkerung geben, damit wir wirklich herausgehen, dass wir wieder in Fußballstadien gehen können, dass wir zu Eishockeyspielen in eine Arena oder zu Konzerten gehen können, dass wir das hinbekommen und trotzdem die Gesundheitsämter nicht vollkommen überlastet werden, um diese Nachverfolgung hinzubekommen. Mhm. Wir bauen das in die Sommerschnittstelle ein, wir geben selbst Tools, um Analysen zu fahren und das, also da kommen wir mit raus und ich bin auch wirklich total angetan von dem, was wir dort auf die Beine gestellt haben. Ja, absolut großartig. Und ihr gebt das wirklich auch kostenlos raus, also inklusive, ihr habt das ja nicht nur entwickelt, es muss ja auch betrieben werden, das übernehmt ihr alles auf eure Kappe und gibt das quasi zurück an die Gesellschaft. Ganz genau, das ist der Plan. Wir verzichten auf jede Datenerhebung. Wir machen kein Tracking, wir machen keine Datenerhebung. Es gibt keine Cookies, es gibt kein gar nichts. Wir verzichten auf einen Systemschlüssel, damit wir niemals auf Daten zugreifen können, niemals überhaupt in den Geruch hineinkommen. Die Besuchsdaten werden nur lokal gehalten. Also wir machen keinen Schundlieder damit, legen die Sachen alle offen, geben die Tests raus, können Penetrationstests als White-Test, also White-Black-Test machen, indem wir den Code offenlegen und man kann gegen Penetrationstests machen, so dass man uns auch nicht vorwerfen kann, wir haben irgendwelche Hintergedanken. Ja. Ja. Und im Grunde, es kommt ja auch aus der Praxis heraus, weil du hattest eben schon mal die Invite Group erwähnt. Das hat jetzt eigentlich mit unserem Gespräch nicht direkt was zu tun, aber vielleicht können wir es kurz anschneiden. Das ist sozusagen eine weitere Tätigkeit von dir im Gastronomiebereich. Vielleicht 2, 3 Sätze zu den sonstigen Aktivitäten, die du hast neben der HW Partners und Scoop Visio.
Der Rüdiger Wilbern und ich haben damals uns Gedanken gemacht, als wir die GWI verkauft haben. Was machen wir denn jetzt mit unserem Vermögen? Wir hatten ja noch einen Private Equity Partner auch drin, der 40% der Anteile hatte. Und wir zwei hatten dann den Rest. Und wir haben uns entschieden, dass wir so verschiedene Assetklassen bauen, haben eine Immobiliengesellschaft aufgebaut, die verschiedene Immobilien gebaut hat, so dass Camea beispielsweise hier in Bonn oder in Bonner Bogen oder die Gendarmerie und das Humboldt-Carré in Berlin. Mhm. Und dann haben wir in diesen Häusern selbst häufig entweder Restaurants oder auch das Camea ein Hotel gehabt, haben das Klosterhotel Marienhöhe gebaut oder das Bergwiesenglück als Chaletdorf. Und dann haben wir irgendwann, am Anfang haben wir die rausgegeben und fremd betreiben lassen und dann haben wir selbst eine Betriebsgesellschaft gegründet und betreiben heute die ganzen Einrichtungen selbst. So haben wir heute 5 Hotels und 12 wirklich hervorragende, herausragende Gastronomien und 7 hochwertige Sport- und Fitness, Health, also für Freizeitstudios und haben so eine eigene Gruppe aufgebaut. Das machen wir damit, dass es ist die Invite Group. Und die Immobiliengesellschaft ist die Bonn Visio. Real Estate. So ja, wir das. Cool. Ja, klingt fantastisch. Und wir wollen ja andere auch inspirieren, ihren Weg zu gehen. Und jetzt hat ja spätestens jeder Lust, auch genauso großen Exit hinzulegen. Von daher wirklich sehr gut. Wenn es für dich okay ist, würde ich gerne mal so in Richtung Scovisio wieder abbiegen. Und dass wir da dann nochmal über Produkt und vielleicht auch den Markt, dass wir das nochmal versuchen, so ein bisschen mehr einzugrenzen. Jetzt, du hattest ja eben auch schon mal so einiges beschrieben. Gerade so das ERP-Business, wo ich auch durchaus meine Wurzeln habe, das ist ja eher so ein bisschen traditionell geprägt und die Kunden sind langlebige Kunden. Wie würdest du das vielleicht beschreiben, wo da wirklich, wie du es eben gesagt hast, Multi-Tenancy-Umgebung, also die Cloud-Umgebung, was ist da das wirklich, was das für den Kunden ändert im Vergleich zu den On-Premise-Cloud-Lösungen, ERP-Lösungen? Ja, das muss man sich so vorstellen, dass eine SaaS-Lösung in so einer Public Cloud, also Public Cloud heißt ja nur, dass man über das Internet einen Zugriff hat, man ist aber vollkommen im geschützten Raum drin, also das hat nichts mit Sicherheit zu tun, man ist hochsicher in diesem Umfeld, dass man die Software zur Verfügung gestellt bekommt, wie aus der Steckdose oder aus dem WLAN aus dem heraus. Ähnlich wie ein Versorger, der Gas nach Hause leitet, um die Heizung zu laufen, also Wasserhahn aufmachen und ich habe Wasser aus dem Hahn heraus oder Strom aus der Steckdose. So liefern wir Software quasi aus dem Netz heraus und überall, wo man ein Netz hat, kann man die Software nutzen, egal wo man auf der Welt ist. Also es ist überall da, wo man auf dem Internet zugreifen kann, hat man den direkten Zugriff auf die Software und kann mit dieser Lösung arbeiten. Man hat die innerhalb von 2 Minuten installiert. Früher hat man, wenn es immer in eine SAP geht, dann braucht man dafür für 6 Wochen Vorlauf. Ja, und wir machen die praktisch mit Fingerschnipp, ist die auf ein Unternehmen selbst deployed, ja, eingerichtet. Und man kann die Software sofort nutzen. Und dann kann man entscheiden, möchte man jetzt mehr Nutzer haben. Also man bezahlt wie eine Miete für das, was man nutzt. Pay what you get. Bezahle, was du wirklich bekommst. Und du willst jetzt 5 Nutzer mehr haben, du hast eine Assistentin oder jemand, der ein Praktikum macht für 3 Wochen, dann brauchst du 3 Wochen eine Lizenz mehr und du brauchst eben halt im Unternehmen, weil du gerade wächst, jeden Monat 2 neue zusätzliche Lizenzen. Du hast eine Krise, du musst 30 Leute entlassen, du musst runterfahren. Du atmest so, wie du möchtest in der Multitenant. Und jetzt muss man sehen, dass die eine einzige Software, ein Source Code in einem Hochleistungsrechenzentrum, ob das jetzt in der Azure Cloud ist, in der AWS Cloud oder in einem lokalen Rechenzentrum, was man hat, ist für den Kunden erstmal voll uninteressant, sondern wir garantieren eine Sicherheit.
Ja, wir garantieren eine Sicherheit seiner Daten und seiner Lösungen und Verfügbarkeiten, die er im Jahr hat. Und das ist ein Service-Level, den er sich einkaufen kann. Und dann bekommt er diese Lösung, kann die nutzen, so viel wie er möchte. Und wir sorgen mit einem Team dafür, dass Tausende von Unternehmen die Verfügbarkeit da haben. Die brauchen keine Hardware mehr zu kaufen, keinen Strom, keine USP, die brauchen Unterbrechung von Stromversorgung oder sonst was. Die brauchen sich um nichts mehr zu kümmern, die brauchen keine Firewalls zu bauen, die brauchen keine Virtualisierung zu machen. Die nutzen die Software da, wo sie brauchen, und wenn sie mehr brauchen, skalieren sie hoch, und wenn sie weniger brauchen, runter. Und was? Und sie bezahlen dann mehr oder weniger, so wie sie die Leistung wirklich in Anspruch nehmen. Ja, okay. Und was würdest du sagen, wie sieht so der typische Scopvisio-Kunde aus? Kann man den typischen Kunden beschreiben? Also zum Beispiel von der Größenordnung her, oder ihr habt ja auch verschiedene Branchenausprägungen. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Also wir kommen mit sehr, sehr, sehr modernen Lösungen, die vom Look and Feel und aus den Handhabungen sehr an Microsoft 365 erinnern, aussehen. Ja, das Handling ist sehr, sehr ähnlich. Und wir gehen aber an ganz traditionelle Unternehmen heran. Der ganz traditionelle deutsche Mittelstand, ja, der ist eigentlich unser perfekter Kunde. 250 Mitarbeiter, 300, hat irgendeine Produktion, eine Fertigung, Unternehmensberatung, einen Dienstleister, macht irgendwo was, sitzt irgendwo im Schwabenland oder in Hamburg oder in Leipzig und hat praktisch ein traditionelles Business, ist 60 Jahre alt, in dritter Generation geführt und will aber im 21. Jahrhundert auch bestehen können, will auch in die Smart-Welt hinein, nutzt zu Hause Netflix und Amazon kauft er ein und will praktisch in Spotify seine Musik hören, und der will auch in gleichem Umfeld sein Unternehmen leiten. Ja, der ist ja nicht nur, weil er ein traditionsreiches Unternehmen ist, braucht er nicht zu veralten. Und genau das ist unsere Kundschaft, also so mittelgroße Unternehmen, die ganz kleinen, die Fünf-Mann-Unternehmen. Da, wenn da eine Werbeagentur ist, die IT-affin ist, kann die auch damit arbeiten. Ja, gar kein Problem. Aber das ist nicht der typische Kunde. Also der typische Kunde ist der deutsche traditionelle Mittelstand oder mittelgroße Unternehmer von 25 Mitarbeiter bis 2500 Mitarbeiter. Ja, okay. Gut, und jetzt, wie würdest du euren Wettbewerb beschreiben? Also sind das dann schon auch Cloud-ERP-Anbieter, die euer Wettbewerber sind? Oder ist es Excel? Oder sind es wirklich die traditionellen On-Premise-ERP-Anbieter? Oder alles drei zusammen? Also man muss ja sehen, wo ist unser Markt, also wenn ich über einen Wettbewerber spreche. Der Markt ist fast überwiegend veraltete Software aus den 80ern, 90ern, erste Jahrzehnte des neuen Jahrtausends. Das ist eigentlich unglaublich, ne? Da die meisten Kunden haben solche On-Premise-Lösungen, Client-Server, denken in dem Personal-Computer-Umfeld und haben dort auch ihre Software. Ja, das ist in der Regel schon eine Windows-Lösung, sieht auch vernünftig aus, ist im eigenen Rechenzentrum, irgendwo auf dem eigenen Server im Haus. Das ist der Kunde, den wir am meisten ablösen. Das ist aber im Grunde noch nicht der Wettbewerb, sondern das ist die Ablösebasis. Ja, die Lösungen sind über 20, 30 Jahre erwachsen, die haben eine gute Funktionalität, die haben eine gute Stabilität, die Mitarbeiter. Teilweise auch noch individuelle Lösungen vielleicht beim Kunden. Individuelle Lösungen dort drin, genau. Aber im Grunde genommen veralten die und halten überhaupt nicht mehr mit neuen Lösungen. Er können überhaupt nicht mehr das, diese Smartheit in der ganzen Welt zu sein, mein Büro immer mit dabei zu haben, hin zu einer Pandemie, so ein Homeoffice per Fingerschnips zu machen, verteiltes Arbeiten an einem Dokument, an der Präsentation oder sonst was. Das ist alles für die Fremdwörter. Ja. Viele wissen gar nicht, wie weit sie da zurück ist. Wenn ich Wettbewerb sehe, dann sage ich, das ist so ein Workday, das ist eine Salesforce, das ist SAP mit HANA, S4HANA, das ist eine Netzwerk, die sich nicht in Europa richtig reinbringt. Aber das ist eigentlich, ist das der Wettbewerb, den wir haben. Nur diese Wettbewerbe, da gibt es auch dann so eine VLAB noch, die durch den Warenwirtschaftsbereich ist, auch so mittelgroße noch dort hinein. Aber im Grunde genommen sind das nur
Ja, vielleicht ein Dutzend an Unternehmen, die wirklich da sind. Alle kennt man, jeder kennt den anderen. Wirklich in diesem ERP-Umfeld ist das nicht so viel. Das sind weniger, die man als Wettbewerber bezeichnen würde. Aber wir lösen kein Workday ab und Workday löst kein Verstehe. Scopus ab oder wir lösen kein Salesforce ab in der Regel. Kommt ganz selten mal vor. Aber wir lösen in der Regel die alte, traditionsreiche Software im On-Premise-Bereich ab. Also die Client-Server-Lösung. Ja, verstehe, nachvollziehbar. Wie würdest du eure Marktposition bezeichnen? Ist das überhaupt relevant, sich mit den anderen zu vergleichen? Marktanteile oder sowas in der Richtung? Oder reicht es einfach, auf die eigene Entwicklung zu schauen? Ich würde unsere Position frech bezeichnen. Ja, wir gehen raus und haben vor nichts Angst. Ja, wenn da ein S/4HANA kommt, dann stelle ich mich daneben und präsentiere und ich behaupte, 90% der Kunden die im mittelgroßen Segment sagen, sie kommen zu uns und gehen nicht zu S/4HANA. Bin ich ganz, ganz mutig, stelle ich mich dahin. Eine Microsoft Dynamics schaue ich mir an oder eine NetSuite, egal wie diese Größen heißen, da sind wir frech, wir sind anders, wir sind viel moderner, wir haben Mittelstandsniveau, wir sind auf Augenhöhe mit denen, wir sind Das viel heißt, du Support. gehst auch selber schon mal zum Kunden? Oder jetzt Klar. aktuell natürlich nicht, aber du hast direkt Kundenkontakt und pitchst auch schon mal? Klar, natürlich, mache ich besonders gerne. Ja, und das ist auch, wir sind da wirklich die anders sind. Wir sagen ja auch Unternehmenssoftware, aber anders. Ja, wir machen die Sachen aus Sicht unseres Kunden. Wir bauen Software nicht für uns und weil wir es toll finden, sondern weil wir einen Vorteil für unsere Kunden haben wollen. Und da sind wir, glaube ich, wirklich richtig, richtig gut. Ja, also wir haben eine Churn-Rate, also wir verlieren Kunden in einem Bereich, der ist so unfassbar gering, so unfassbar gering. Also wenn man das kennt, zum Teil ja, dann kommen die mit 30, 40% Churn-Rate an, die liegen bei 1% oder sowas. Ja. Also so ganz gering. Also ein Kunde, der sich für uns einmal entschieden hat und das erste Jahr mit uns gearbeitet hat, geht nicht mehr weg. Ja, ja, ist da. super. Das Und spricht das ist natürlich für es. euch. Ja. Customer Experience, dieses am Kunden sich orientieren, wie in der Eifel früher, wo ich herkomme, haben gesagt, der Kunde ist König. Ja, das sind die Dinge, die können wir. Da sind wir gut. Ja, sehr gut. Und jetzt höre ich so ein bisschen raus, dass euer Markt überwiegend im Deutschland ist oder deutschsprachiger Markt. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was dazu sagen, weil die Welt ist ja groß, die könnte man ja erobern. Genau, und das haben wir auch vor. Wir sind vor 2 Jahren nach Österreich gegangen. Wir haben die Firma DVO in Wien übernommen. DVO ist unser Brückenkopf für die Lokalisierung der Scovisio-Lösung in Österreich. Wir haben jetzt die ersten 12 Kunden in Österreich mit der Scovisio eingeführt. Wir haben die ganze Lokalisierung innerhalb dieses Landes gemacht. Man hat ja in Österreich nicht das Sprachthema, sondern aber neben der Sprache ist ja sehr viel, was man wirklich anpassen muss, ob so Mehrwertsteuersätze, die ganzen Kassensysteme müssen anders fiskalisiert werden und so weiter und so fort. Das haben wir alles da unten so gemacht, dass wir es multiplizieren können. Wir haben jetzt gerade eine englische Version, die nahezu fertig ist, die wir als englische Version rausbringen und sind dann dahinter dran an einer französischen Version, so dass wir einen klaren Pfad haben, auch international zu gehen und auch die Software auch innerhalb Deutschlands in Mehrsprachigkeit anzusetzen, auch die ganze Finanzbuchhaltung praktisch in die Lokalisierung der Länder hineinzubringen. Das ist das Projekt der nächsten paar Jahre, sodass wir auch den internationalen Bereich angehen. Aber wir werden uns erstmal im EU-Raum in den Nachbarländern beschäftigen. Und wir glauben auch, dass für einen Amerikaner es unfassbar schwer ist, nach Europa zu kommen. Wir haben hier eine viel größere, weil wir es auch schon mit der GWI gemacht haben. Wir kennen den ganzen Prozess. Ja, wir haben hier eine viel größere kulturelle Nähe zu Frankreich oder zu Belgien oder zu Luxemburg oder Spanien oder Italien als Amerikaner, wie die hier rüberkommen. Ja.
Und jetzt ist es ja so, dass im ERP-Business hat man ja eigentlich auch wirklich eine starke Nähe zum Kunden. Und jetzt haben wir einmal schon mal das Wort Corona in den Mund genommen heute. Und das macht ja die ganze Projekteinführung ja auch nicht viel einfacher. Ich kann mir vorstellen, dass es ja schon eine ganze Menge Tools gibt online, die Kunden unterstützen. Aber was ist mit dem persönlichen Kontakt vor Ort? Wie läuft aktuell euer Geschäft, euer Projektgeschäft? Persönlich muss ich sagen, hat Corona mich auf der Hotelseite ganz stark getroffen, Gastronomie-Seite. Im Bereich der IT hat sie uns richtig weit nach vorne gebracht. Warum? Weil die Überlegung war ja für uns, wie können wir mit der Software skalieren und sehr viel schnell Kunden bekommen, die und die Kunden zufrieden machen. Und dann haben wir schon vor Corona angefangen, aber mit Corona diesen Prozess, digitale Lernplattformen zu bauen, Kommunikationsplattformen zu bauen, indem wir über multimediale Schulungen, Videos, wo man auch persönlich Menschen hinzuschalten kann, die interaktiv einem etwas erklären, indem man hingehen kann, auch ganze Lectures aufbaut, um Funktionen zu erklären, Mitarbeitern in den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, die Einführung selbst durchzuführen. Das haben wir extrem nach vorne gepusht. Wir nennen das Scope Unity, unsere Plattform, die wir selbst entwickelt haben. Wir haben uns so ein bisschen inspirieren lassen. Das hat Salesforce sehr gut gemacht mit denen ihrer Lernplattform, das sie gemacht haben. Jetzt kommt auch die SAP mit einer eigenen Lernplattform raus. Man merkt so langsam, so verschiedene haben das kennengelernt. Und wir bringen damit die Einführung, das Onboarding und die Betreuung in einen lebenslangen Begleit Zyklus des Kundens, der permanent von uns immer über die Lernplattform weitergebildet, neue Mitarbeiter werden eingestellt, die bilden wir über die Plattform aus, er kann Interaktionen mit uns durchführen. Wir verschmelzen mehr und mehr Service und Support in eine digitale Plattformwelt hinein. Wir bauen Chat-Systeme auf im Bot, wo man praktisch Fragen stellen kann. Das System gibt schon Antworten. Wir bauen Community-Plattformen, wo die Kunden untereinander diskutieren. Wir machen alle 4 bis 6 Wochen einen Currywurst und Sekt, das heißt eine physische Veranstaltung, die Kunden durchführen, die wir dann hybrid in unserer Kundenbasis verbringen. Und Kunden erzählen in dieser Veranstaltung, was sie mit Scovisio machen, wie sie damit umgehen, was sie für gute oder negative Erfahrungen gemacht haben und so weiter. Also diese fehlende Nähe, die wir eben zu unseren Kunden haben wir versucht zu kompensieren über andere Medien. Klar, in der Zukunft freuen wir uns auch wieder, wenn wir zu unseren Kunden viel mehr hinfahren können und mit die sehen können oder auf die Bühne gehen. Aber die hybride Welt werden wir nie mehr verlassen. Und die Ja, nee, Lernplattformen, da werden wir richtig rein investieren in den nächsten Jahren, um die immer, immer besser zu machen. ja, je besser dieses Fundament ist, desto besser skaliert ja letztlich auch die Lösung, Ja, ne? Weil ganz kannst genau. vielleicht zu einem Kunden am Tag fahren, wohingegen mit einer Lernplattform oder Serviceplattform erreichst du alle Kunden gleichzeitig, ne? Vielleicht kurz noch, dass wir mal über den Sales- und Marketingprozess sprechen, weil das ist ja im ERP, so habe ich es zumindest bisher immer wahrgenommen, ja durchaus auch mit längeren Sales-Cycles verbunden. Vielleicht kannst du uns noch mal einen Einblick da geben. Ich könnte mir vorstellen, es ist ein bunter, gesunder Mix aus natürlich auf der einen Seite Online-Lead-Generierung, aber der Sales-Prozess selber dann vielleicht doch eher noch traditioneller? Fragezeichen. Ja, der Sales-Prozess in so einem ERP-System ist extrem von Vertrauen geprägt. Vertrauen und Image einer Firma. Also zum Teil sehe ich, dass ich Kontakte zu Firmen über viele, viele, viele Jahre halte, die zu unserem Cloud-Unternehmertag einlade, die dann immer wieder kommen. Und wir erst 5 oder 7 Jahre später nach den Erstkontakten dann den Kunden als Kunde gewinnen. Als Unternehmen muss man ja sehen, man gibt sein Herzstück, wenn man die Finanzbuchhaltung, die Warenwirtschaft und nun Gehalt und Vertriebsprozess oder sonst was in die Software hineingibt, dann ist das ja ein Riesenschritt. Und
was wir ja machen, ist, wenn wer sich einmal für uns entschieden hat, bleibt er uns, ja. Und wenn der dann sagt, ja, ich fange jetzt an, ich will nur die FIBO austauschen, sagen wir, gar kein Problem, können wir mitmachen. Ich brauche jetzt eine Reisekostenabrechnung. Ja, klar, hier hast du deine Reisekosten und deine Spesenabrechnung mit drin. Ich will aber noch ein Rebo haben, du kriegst ja sein Rebo. Kann ich auch den Vertrieb mit euch machen? So kann er so über Jahre hinweg zu uns hineinwachsen. Mhm. Und dieser Erstkontakt, sich zu entscheiden für uns, dieser Vertriebsprozess ist riesig aufwendig. Dieser ist auch nicht, die Amerikaner kommen ja dann und die meinen dann, sie können so ein Sales Funnel aufbauen und innerhalb von, weiß ich, 3 Monaten Vertriebskontakt machen und umstellen und tun und so weiter. So funktioniert dieses Geschäft nicht. Dass ein Vertriebsprozess, der 9 Monate dauert, ist normal. Ja. Und der Kunde, der sich mit allen möglichen Themen auseinandersetzt und bestimmt und überlegt, wie er eben halt mit uns hingeht, ja, der will im Grunde genommen, will er wissen, ob er bei dem richtigen Partner ist. Nicht nur die richtige Software haben. Früher hat man eine Software gekauft, heute kauft man einen Partner ein. Und wir müssen das Vertrauen herstellen, dass man bei uns einen lebenslangen Partner hat. Wir entwickeln die Unternehmen, wir stellen uns darauf ein, wir machen mit denen, fangen wir mit kleinen Sachen an, dass er uns mal kennenlernt. Ja, und wenn er am Ende des Tages zufrieden ist, geht er nicht mehr weg. Mhm. Und dann wird er schon von sich aus immer mehr von unserer Lösung nehmen, bis er sieht, wie die Integration greift und wie die Integration die Vorteile bringt. Mhm. Und daher, Sales ist hier also wirklich ein geduldiger, langer, schwieriger, vertrauensbildender Prozess. Okay, ja, gut. Jetzt sind wir schon etwas fortgeschritten von der Zeit und ich würde gerne auch zum nächsten Thema noch mal überleiten. Du bist ja Unternehmer aus Leib und Seele und du hast ja eine ganze Menge Beteiligungen und steckst ja wirklich auch Herzblut in die Projekte und bei Scovisio insbesondere. Aber du wirst auch eine ganze Menge Erfahrungen gesammelt haben auf dem Weg. Vielleicht kannst du da uns nochmal dran teilhaben lassen. Also was würdest du jetzt sagen, bezogen auf Scovisio, was ist da besonders geglückt und auf was kannst du stolz sein? Ich sag mal, was wir gemacht haben, ist in Europa eigentlich, auch in Amerika fast gar nicht machbar. Man hat nicht so lange Zeit, wie wir Zeit haben. Wir hatten, dadurch, dass wir damals den Exit gemacht haben und selbst Geld hatten und das Geld bereit waren, auch in Arbeit und in Zeit zu investieren, haben wir uns 5 Jahre Zeit gelassen, um eine Software zu entwickeln und damit rauszugehen. Ja. Was ich heute anders, also der Ansatz, eine integrierte Lösung zu machen, war richtig. Was ich heute anders gemacht hätte, so ab dem Jahre 2012, hätte ich mich auf weniger Funktionalitäten konzentriert und hätte die stärker in den Markt hinein penetriert und wäre dann erst danach in die anderen Bereiche. Wir haben uns ein unfassbares Leistungsspektrum vorgenommen, indem wir in so viele betriebliche Bereiche reingegangen sind, dass die Parallelentwicklung dieser Software uns wirklich an die Grenzen gebracht haben. Also wenn ich nicht wirklich Genies in meinen Reihen hätte, richtige Rockstars, die die Software entwickeln konnten, wer hätte das niemals funktioniert. Wir haben, also wenn ein SAP auf uns schaut und die geben 3 Milliarden für so eine Software aus und wir machen das mit 80 Millionen Euro, dann fragt sie sich immer, wie geht das überhaupt? Wir haben uns sehr, 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 sehr viel vorgenommen und sind die parallel angegangen. Ich hätte sie etwas selektiver gemacht. Jetzt haben wir aber die Situation, jetzt haben wir das auch geschafft. Aber das, muss ich sagen, war so eine Arbeit. Das ist so eine Konzentration dahinter, dass war schon auch, wenn ich das auch familiär sehe oder wenn sowas wie Work-Life-Balance oder sonst was, ja, die hat es nicht gegeben. Ja. Von vielen von uns und von mir auch eben halt dem Ergebnis geschuldet, was wir erreichen wollten. Ja, harte Arbeit, ein harter Weg. Was würdest du sagen, es gibt ja glücklicherweise viele neue SaaS-Startups, auch in Deutschland, es entwickelt sich sehr positiv. Wenn jetzt jemand neu startet, was würdest du dem irgendwie mit auf den Weg geben? Ja, also man muss ja sagen, dass mittlerweile die ganzen Entwicklungsumgebungen viel, viel, viel weiter sind. Was ich mitgeben würde, ist Open Source, ja,
immer auf Open Source setzen, nicht auf unternehmensabhängige Software setzen. Wie im GitHub und in anderen Open Source Communities sich voll involvieren, mitschwimmen. Wir Mittelständler und gerade die Start-ups können gegenüber Konzernen nur dann konkurrieren, wenn wir die Open Source Community der Welt nutzen. Auch damit konkurrieren wir auf einmal mit einem Potenzial gegenüber den großen, wie man es gar nicht sich vorstellen kann. Nichts machen, was es anders schon viel besser gibt. Ja, wir brauchen keine Container oder Docker mehr zu bauen. Wir können in Azure Cloud hineingehen oder in eine AWS Cloud und diesen hochsicher, diesen C5-Test zertifiziert, doch hinein nichts machen, wo man sich den Fokus verliert und glaubt, man müsste alles selbst entwickeln. Sondern machen wir auch in der Open Source Community lebt man von Geben und Nehmen und hier nimmt man sich die Dinge, die man braucht. Wenn Hanna eine vertikale Datenbank für über 1 Milliarde Euro baut, dann nehmen wir die 2 Jahre später aus dem Open Source heraus und haben die in einer Woche installiert und gebaut und haben nichts mehr ausgegeben. Und nur so können wir konkurrieren, Augen offen halten, weltoffen bleiben, schauen, was die anderen machen. Und am Ende des Tages ist extrem viel Fleiß dahinter. Durchhaltevermögen. Ja. Wie bei jedem Startup. Ja. Ja, okay. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt sind wir relativ weit fortgeschritten. Ich hätte, glaube ich, noch ungefähr 2367 weitere Fragen an dich. Aber das war alles sehr gut. Ich fand das super, super spannend. Also wirklich auch, dass wir auch nochmal in die Vergangenheit reingeschaut haben. Das gehört ja wirklich sehr stark zu deiner Story und zu den Möglichkeiten, die ihr auch mit Scopevisio hattet. Aber genau das fand ich eben auch wirklich das Spannende. Vielen, vielen Dank dafür, dass du auch so offen warst mit all dem, was du bisher erlebt hast. Dann drücke ich die Daumen. Du hast dann auch einen Ausblick gegeben, wo es bis 2024 hingehen soll in Richtung IPO, dass das alles gelingt. Aber ich bin da zuversichtlich, weil ihr habt die perfekte Grundlage ja schon dafür gebaut. Viel Glück dabei. Geben uns Glück. Ja, vielen Dank für das Interview und dann danke bis zum nächsten Mal. Also, tschüss.